Hallihallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute probiere ich für euch etwas aus, von dem ich nicht sicher bin, ob es wirklich funktioniert. Und das nicht nur, weil ich nicht besonders gut backe, sondern auch, weil wir heute im Varoma backen werden. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Experiment und hoffe, dass ich den Schokoladen-Kirschkuchen, den ich jetzt gleich hier im Varoma gemeinsam mit euch, für euch und vor euren Augen live und ungeschönt zubereiten werde, dass ich den nicht irgendwie verfüttern muss an einen Hund oder so. Weiß ich nicht. Wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt. Wirklich. Leute, es geht los. Als erstes müssen wir 4 Eier trennen. Ja? Das war bei mir schon die Challenge. Ich habe 8 Eier getrennt. Jetzt sind es dann insgesamt 4 übrig. Ja? Ihr macht den Rühreinsatz in euren Kessel und das Eiweiß wird jetzt schaumig geschlagen mit dem Rühreinsatz auf Stufe 4, etwa 3 bis 4 Minuten. Da kann man dann gucken. Zwischendurch mal, ich schalte mal 3,5 Minuten ein und dann gucken wir, wie es aussieht. Auf Stufe 4. Und los geht's. Unser Eiweiß müsste jetzt, ja, nicht müsste, ist schaumig geschlagen. So muss das aussehen. Ja. So, das Eigelb machen wir jetzt ebenfalls hier rein. Dazu kommen 4 Esslöffel Wasser, 150 Gramm Puderzucker und natürlich der Rühraufsatz, den hätte ich vielleicht vorher mal durchspülen können. Und das Ganze wird dann wieder 3 bis 4 Minuten cremig geschlagen. 3 bis 4 Minuten, ne, auf Stufe 4, klar. Klar. So, gucken wir mal. Auf jeden Fall schaumig. Wir nehmen den Rühreinsatz jetzt raus und ihr seht, das ist schon richtig schön cremig hier. Dann kommen 100 Gramm Mehl, 100 Gramm gemahlene Mandeln dazu und 2 Teelöffel Backpulver. Das Ganze vermischen wir jetzt 10 Sekunden auf Stufe 2 miteinander. So, und ja, das sieht ganz gut aus. So ein bisschen von den Mandeln haben sich jetzt auch oben festgesetzt. Die streiche ich jetzt mal runter. Aber ansonsten sieht das schon sehr nach Rührteig aus. Ne? Ist es ja auch ein Rührteig. Jetzt kommt unser Eiweiß dazu. Das geben wir jetzt hier vorsichtig rein. Das ist ja schon Eischnee. Und außerdem Schokoraspeln. Das sind 100 Gramm. Und das Ganze wird jetzt untergehoben. 5 bis 7 Sekunden. Ich stelle jetzt erstmal 5 ein. Und zwar auch auf Stufe 2. Ist nicht so, sieht jetzt, ne? Ich weiß nicht, ja, vielleicht. Ja, schon irgendwie. Aber jetzt kommt der spannendere Teil. Das kommt jetzt hier in die gebutterte Kuchenform. Das ist eine Springform. Die hat extra die Größe, dass sie genau in den Varoma passt. Könnt ihr ab sofort im Wunderkessel-Shop käuflich erwerben. Ja, macht es aber bitte nur dann, wenn ihr jetzt hier seht, dass das funktioniert. Deswegen probiere ich das für euch aus. Nicht, dass ihr dann sagt, nee, oh, das hat gar nicht geklappt. Okay. Ich denke mal, das sieht untergehoben aus hier, ne? Ja.
Ja, wobei unten ist mehr Teig, oben ist mehr. Ich weiß nicht, muss ich das dann vielleicht nochmal durchrühren, einfach in der Form? Das müsste dann funktionieren. Ich fülle das mal alles hier rein. Ja, da oben hat sich jetzt noch ein bisschen was festgesetzt. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Und dann rühre ich das einfach in der Form nochmal um. Also das mit dem Unterheben, das hat jetzt nicht so funktioniert, wie das eigentlich müsste, meiner Meinung nach. Nun ja, aber kann ja noch werden. Also ich kratze mal hier noch ein bisschen aus. So ihr Lieben, ich habe das jetzt nochmal mit dem Spatel hier in der Thermomix-Springform untergehoben. Vielleicht hätte man einfach den Rühraufsatz drauf lassen können und dann hätte das es wahrscheinlich besser untergejubelt, gehoben. Ja, weiß ich nicht. Muss ich beim nächsten Mal probieren. Jetzt kommen zuerst noch Kirschen hier oben drauf. Und zwar sind das die Sauerkirschen, die eingelegten, 160 Gramm. Ich schmeiß die jetzt einfach mal da oben drauf. Die werden eh untergehen. Gnadenlos. Aber ich will sie zumindest gleichmäßig untergehen lassen. Das sieht schon echt durch dieses Eischnee, das sieht schon sehr, sehr fluffig aus. Komm, Flüssigkeit mit rein. Schadet nichts. Was wir jetzt noch machen, ist 1,5 Liter Wasser in den Kessel. Ich spüle den aber vorher mal kurz aus, damit das jetzt nicht unten da so fest kocht. Leute, ich bin echt gespannt, ob das funktioniert. Die Springform kommt wirklich hier einfach so in den Varoma rein. Weil nicht ganz einfach so, sondern man muss das noch mit Klarsichtfolie bedecken, weil sonst das Kondenswasser oben vom Varoma-Deckel in den Kuchen tropft. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee jetzt hier an clevere Leute. Wie kann man hier Folie sparen? Kann man da vielleicht nicht einfach auch so eine Art Silikondeckel oder sowas drauf machen? Weiß ich nicht. Lasst euch mal was einfallen, ihr schlauen Erfinder da draußen, dass wir weniger von diesen Plastiksachen hier benutzen müssen. So, in den Varoma, oben drauf und jetzt 60 Minuten Varoma. Leute, ich bin sehr gespannt. Stufe 1 läuft. Jetzt noch ein Tipp von mir. Sollte das nicht funktionieren, dann könnt ihr dieses Rezept trotzdem machen. Nur statt ihr das in den Varoma macht, macht ihr es einfach 40 Minuten in den Backofen bei 180 Grad. Dafür ist das Rezept eigentlich gedacht. Aber wie gesagt, probieren geht über Studieren. Bis gleich. Unser Kuchenexperiment nähert sich der Vollendung. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich habe zwischendrin mal reingeschaut. Diese Springform, die sitzt ja schon genauso hier auf den Schlitzen drauf und da hat sich echt oben auch Wasser gesammelt und das stand teilweise so echt bis hier im Wasser. Aber da scheint auch nichts reingegangen zu sein. Oben die Folie, ganz klar, die ist wichtig, damit halt kein Wasser von oben in den Kuchen reintropft. Ja, backen ist es ja auch nicht, das ist ja mehr Kuchen garen. Ja, vielleicht wird das ein neuer Terminus in der Welt der Gastronomie, frisch gegarter Kuchen. Ich weiß es nicht, ich bin noch unschlüssig. Ich hole mir jetzt mal einen Teller, weil ich das jetzt einfach erstmal rausstelle. Das muss ja auch noch ein bisschen abkühlen, bevor wir es hier rausholen. Und dann schauen wir mal. Also es ist schon fest ist es. Ich bin echt gespannt. Ich mache mal die Folie ab. Und das riecht saugut. Ich lasse mal abkühlen. Dann sehen wir weiter. Der Kuchen ist abgekühlt. Ich werde jetzt die Springform öffnen. Aber da läuft doch ein bisschen Flüssigkeit raus, ein bisschen Wasser. Aber der lässt sich ganz leicht hier vom Boden lösen. Vielleicht drehe ich den einfach mal rum. Ja, okay. Drehe mal wieder zurück.
ist witzig, die Konsistenz ist echt spannend. Das ist jetzt nicht anders als normaler Kuchen. Ich bin sehr gespannt. Nehmen wir mal das große Kuchenmesser für den kleinen Kuchen hier. Und ich schneide da jetzt einfach mal ein Stückchen raus. Und dann gucke ich mal, wie der geworden ist. Also, aussehen tut das richtig gut. Ist natürlich innen auch noch ein bisschen warm. Leute, das ist der Hammer. Das ist echt der Hammer. Ganz blödes Wort, aber fluffig. Wirklich ganz lockerer Teig, schmeckt total gut. Hätte ich im Leben nicht gedacht. Ich gebe zu, ich war mehr als skeptisch. Aber das hier schmeckt richtig, richtig gut. Müsst ihr nachmachen, unbedingt. Das glaubt mir kein Mensch. Also wenn ich das jetzt nicht selbst ausprobiert hätte, wenn man mir das gesagt hätte, wie gesagt, war echt skeptisch, aber das ist total lecker. Ich werde das jetzt öfters machen. Und das ist mit Sicherheit nicht die letzte Folge, wo wir Kuchen oder irgendwelche Backwaren hier im Varoma garen. Ja? Marmorkuchen kann ich mir da auch super drin vorstellen oder so Zitronenkuchen. Ja? Das müssen wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Vielleicht muss ich mal schauen, dass wir auch noch so eine kleine Kuchen, so eine Kastenform bekommen oder eine Gugelhupfform. Das lohnt sich auf jeden Fall, das auszuprobieren. Ja? Wie gesagt, die kleinen Thermomix-Backformen, die gibt es bei uns im Wunderkessel-Shop. Link ist in der Videobeschreibung. Von mir gibt es da eine Empfehlung für, wenn ihr gerne Kuchen backt. Ist jetzt natürlich ein kleiner Kuchen, aber man hat ja auch nicht immer 20 Leute zu Besuch. Und für 3-4 Personen, wenn da jeder ein Stückchen noch ein bisschen Schlagsahne dazu, dann reicht das auf jeden Fall. Ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat und mir einen Daumen nach oben schenkt. Und wenn ihr noch weitere tolle Rezepte aus dem Wunderkessel wollt, dann schaut einfach mal in unser Forum www.wunderkessel.de. Abonniert den Kanal, hier testen wir die besten Rezepte für euch. Ich sage bis zum nächsten Mal Tschüss und guten Appetit!